Ja, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin wieder am Start. War ein bisschen was los in letzter Zeit. Aber, naja, ihr seht selber, es geht wieder los. Genießt das Video. Ach ja, und bevor ich es vergesse, unglaublich, was auf mein letztes Video für eine Resonanz war. Ich glaube mittlerweile irgendwie über 7000 Klicks, keine Ahnung wie viele Likes. Also echt Wahnsinn. Ich freue mich total. Ich habe das, glaube ich, jetzt verstanden, das Prinzip, was ihr, worauf ihr Bock habt. Von daher, da wird es jetzt in Zukunft viel davon geben. Nochmal vielen, vielen Dank an alle. Und ja, wenn das euch gefällt hier, was ich mache, lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal. Dann geht die Reise mit uns weiter. So Leute, hab ich das vermisst. Endlich geht das wieder los. Sorry, dass ich jetzt irgendwie 3 Wochen weg war, aber ich hatte eine Prüfung zu erledigen. Beruflich war es auch einfach gerade ein bisschen viel. Ja, und ehrlich gesagt, das Wetter war ja auch relativ bescheiden in letzter Zeit. Ich mache das alles ja just in time, sag ich mal, immer eigentlich, wenn das am Wochenende kommt, das Video. Ja, mache ich das halt meistens ein paar Tage vorher, schnippel das zusammen. Aber jetzt, Wetter wird optimal mittlerweile. Wir haben jetzt gerade irgendwie knapp 17 Uhr. Es sind 13 Grad. Also echt easy. Ach so, bevor wir jetzt hier, ich habe mir überlegt, wir wollten eine kleine Runde einfach nur drehen, erstmal zum erneuten Saisonstart, sage ich mal. Ich möchte an dieser Stelle einmal den Michael grüßen vom Toskana Hotel in Wiesbaden. Ich blende das hier auch mal eben ein. Unglaublich netter Kerl, supportet mich, glaube ich, echt schon seit Tag 1 gefühlt. Immer auch fleißig am Kommentieren, drückt den Daumen ständig nach oben. Wir sind auch mittlerweile über Instagram öfters im Austausch, auch regelmäßig. Ich bin jetzt von ihm eingeladen worden, haltet euch fest, einfach mal jetzt vorbeizuschauen. Ja, und das quasi für Nullinger, ne? Also ohne Scheiß, wo gibt es das heute eigentlich noch? Deswegen möchte ich hier an dieser Stelle mal so ein bisschen supporten. Wir werden da auch definitiv ein richtig geiles Video drüber drehen. Wie ich dann nach Wiesbaden knalle mit der Harley. Ich glaube, das kann ziemlich geil werden. Hab da so ein paar Ideen mit der Drohne und so weiter. Aber naja, mal sehen. Wo fahren wir jetzt denn eigentlich her hier? Ach ja, dann eine Sache vielleicht noch. Ich wurde jetzt öfters gefragt, wie ich das mit dem Sound mache. Dass der so gut rüberkommt. Ja, also ich blicke einfach mal die Kombination hier oben direkt ein. Das ist jetzt kein Hexenwerk, das war auch eher mehr oder weniger so ein Zufallsprodukt, wie das alles so entstanden ist. Also ich habe da überhaupt keinen Plan von. Ich habe mir einfach ein paar Sachen bestellt von Rode. Aber wie gesagt, ich blende euch das hier ein, dann ja, habt ihr alle Informationen da. Das funktioniert sehr gut. Ich habe da in Kombination damit habe ich einen Jethelm auf und so ein Tuch quasi. Also von daher, wie gesagt, kein Hexenwerk. Ich bin auch selbst überrascht, dass das so geil ankommt. Mir ist das ganz oft aufgefallen, ja, bei anderen Videos, das nervt mich dann immer, ne? Ich will halt diesen vollen Harley-Sound hören. Das mag ich einfach. Ah ja, dann noch eine Sache vielleicht. Ich wurde jetzt ein paar Mal darauf angesprochen, dass die Musik doch bitte im Hintergrund ja, wegbleiben soll, oder was ich ja für einen Quatsch mache. Leute, ich mag das. Okay, und ansonsten zieht euch einfach andere Videos rein, wo halt keine Musik im Hintergrund ist. Ich mache das mittlerweile, am Anfang war es wirklich too much. Da habe ich auch echt gutes Feedback bekommen aus der einen oder anderen Community oder halt hier unter den Kommentaren. Aber so ein bisschen Mucke, finde ich, muss hin und wieder sein. Guckt euch diese Aussicht an. Meine Güte. Leute, kommt noch aus Westfalen. Hier kann man richtig geil Moped fahren.
so, ja, das zeige ich euch gleich auch nochmal. Leider ist mir was richtig Beschissenes passiert. Und zwar, ich habe meine Harley immer unterm Carport stehen, immer eingetütet. Aber irgendwie ist da Feuchtigkeit reingekommen. An die Felge und dann stand da jetzt Wasser drin. Jetzt ist das angefangen zu rosten. Ich hoffe, ich bekomme das irgendwie mit Never Dull oder wie auch immer das heißt, weg. Ansonsten habe ich echt ein Problem. Das wäre ziemlich uncool. Oder ich muss es halt ein bisschen früher umsetzen, gemeinsam mit Larry und Shadia, dass ich mir das jetzt, dass ich mir schon mal so eine Big Spoke-Felge von denen da dran klatsche. Das macht grundsätzlich auch eigentlich Sinn. Dankeschön, sehr nett. Oh Gott, geil. Boah, das hat noch ein bisschen lauter geknallt als sonst. So, ich schau gleich mal eben hier, ob ich hier mal kurz anhalten kann, dann zeige ich das einmal. Ich glaube, hier geht's. Boah, richtig ärgerlich. Naja, was wir machen. So. Ah, guck mal an, hier steht auch direkt noch ein Schrank, falls einer braucht. Fürs Homeoffice aktuell, glaube ich, ziemlich wichtig. Ist sogar mit Schlüssel dabei. Also von daher, ich kann ihn aktuell noch nicht mitnehmen. Koffer habe ich auch nicht dran gerade, von daher wird das nichts. So, jetzt schauen wir einmal. So. Ah, es ist noch nicht. War ja klar. Moment, ich muss den einmal nochmal nach vorne schieben. Sieht man gerade nicht gut. So, das müsste schon reichen. Da. Oh Gott. Ey, das tut mir so weh. Ich hoffe, ich krieg das irgendwie runter. Naja. Wir werden sehen. Aber das hält uns jetzt nicht auf. Wir wollen ja Moped fahren, ne? Dort hinten ist übrigens der Köterberg. Ich weiß aber aktuell gar nicht, ob der bezüglich Corona und so weiter offen hat. Könnte ich auch mal eben eigentlich dran vorbeifahren, das ist ja ein Katzensprung. Ja, vielleicht ganz kurz noch, wie es hier weitergeht. Ich werde gemeinsam mit Brabkalan und Strohi, werden wir so eine Art kleines Camping-Ausflug machen. Das gab es ja auch schon mal von diversen Moto-Vloggern. Weiß ich nicht, jetzt hier Maso und Flaschenkost und so weiter. Aber ja, wir wollen es einfach auch mal machen. Ich glaube, das kommt ziemlich cool. Da muss ich mir definitiv noch ein bisschen Camping-Equipment kaufen. Zelt ist da, aber ich brauche halt noch so ein paar andere Sachen. Eine ordentliche Isomatte und eventuell dann noch irgendwas, ja, weiß ich nicht, Schlafsack oder sonst irgendwie, ne? So einen Kocher habe ich bereits bekommen auf Weihnachten. Das wird auf jeden Fall eine geile Nummer. Ja, dann zum Toskana Hotel Wiesbaden. Da werden wir definitiv auch was machen mit Michael. Dann wollte ich noch meinem Kollegen Tom eine Tour wahrscheinlich Richtung Polen machen. Da müsste ich mich auch noch mal ein bisschen austauschen, wie es da weitergeht. Mal sehen. Aber ist ja auch egal. Gar nicht so viel quatschen. Erstmal ein bisschen Moped fahren.
gerade gesehen, Köderberg ist definitiv offen. Da fahren wir jetzt nicht hin. Ich habe da schon ein paar Videos gemacht, könnt ihr auch mal gerne auschecken. Ich will heute lieber noch so ein bisschen fahren hier. Da können wir aber am Wochenende vielleicht mal mit der ganzen Gang fahren. Ich denke, das macht dann mehr Bock. Ja, achso, wem es noch nicht aufgefallen ist, ich habe mir hier ein neues, schickes iPhone gegönnt. Ich hatte ja jetzt ein iPhone 6 oder 7, weiß gar nicht mehr genau. Hat jetzt auf jeden Fall seinen Dienst erfüllt, aber ja, es ist mir leider, leider öfters passiert, dass man während einer Fahrt, während des Films und so, dass das Ganze dann immer ausgefallen ist. Das hat tierisch genervt. Ja, mittlerweile hat es auch echt lange genug gehalten und von daher. Hier kann man auch immer ganz gut erkennen, alles klar, hier ist immer dann noch der, gerade über diese GoPro-App, also für alle Leute, die das auch mal machen wollen, ist ganz geil. Hier sieht man auch den aktuellen Speicher, der noch zur Verfügung steht, wie lange man noch filmen kann und wie der Akkustand von der GoPro ist. Ne? Schleifen. Oh, da ist schon wieder eine Fliege drauf, aber jetzt sehen wir das und machen das einfach weg. Sehr geil. Es ist jetzt irgendwie 6 Uhr gleich. Es wird auf jeden Fall dunkler jetzt. Die Sonne geht unter und es wird auch frischer. Bedeutet, ich werde jetzt nach Hause fahren, werde das Video schnellstmöglich schneiden und euch dann zur Verfügung stellen, beziehungsweise ihr seht es ja just in diesem Moment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es tut wieder richtig gut, Videos zu machen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß daran. Ich kann nur einfach nicht irgendwie Quatsch dann machen in der Zwischenzeit. Das ist nicht meine Art. Da habe ich auch irgendwie überhaupt keinen Bock drauf, euch jetzt da irgendwas über irgendwelche Quadlocks zu erzählen. Oder was es noch so für komische Halterungen gibt. Da gibt es irgendwie schon genug von. Da brauche ich auch nicht meinen Senf noch dazugeben, oder? Ich hoffe, ihr seht das genauso. Und dann würde ich sagen, bis die Tage, Leute. Haut rein. Ciao.